Publikum. Und in diese Welle hineingespült habe ich Karen Hansen-Kuhn. Sie ist aus Amerika zu uns gekommen. Sie arbeitet für IATP. Das ist eine Organisation, die kümmert sich um die Landwirte in Amerika, die kleinen Bauernfamilienbetriebe, die es fast nicht mehr gibt. Sie kümmert sich in Mexiko um die Familienbetriebe, die vom Freihandelsabkommen der USA mit Mexiko weggespült worden sind. Und sie kümmert sich jetzt darum, was für Auswirkungen es haben könnte für die kleinen Landwirte in Europa, wenn wir ein TTIP, ein Freihandelsabkommen der USA mit Europa bekommen und Betriebe mit 37.000 Kühen konkurrieren mit unseren Alpenbauern. Karen Hansen-Kuhn, herzlich willkommen. Toll, dass Sie hier sind. Welcome to Germany. Thank you. I can't tell you how inspiring it is to be here. Ich kann euch nicht, danke, ich kann euch nicht sagen, wie sehr mich das bewegt, dass ihr hier seid. This is just amazing and of course so much more than what we've been able to achieve yet in the United States. Es ist umso wichtiger für mich, das zu erleben, weil das ist wichtig für uns in den Vereinigten Staaten, etwas Gleiches zu tun. But that doesn't mean we're sitting still. There's been tremendous progress at the local level in the United States. Was ihr wissen solltet ist, wir haben auf der lokalen Ebene in den Vereinigten Staaten unglaublich viel erreicht. Das ist eine neue Bewegung. In 20 states, there are campaigns underway now to label GMOs in our food, and in 2 states, they've won already. Es gibt eine Bewegung in mehr als 20 Staaten der Vereinigten Staaten, um GMOs, GVOs zu etikettieren, und das ist eine Richtung, die wir wollen. In many other states, people are campaigning. They have active campaigns to get toxic chemicals out of our foods, out of our environments, and they're... Ähnliche Bewegungen gibt es bei Chemikalien, bei Pestiziden, dass wir die raushaben wollen aus den Lebensmitteln und aus der Ernährung. Into schools at prices that are fair and foods that are sustainable and healthy for our children. Und in mehr als 50 Staaten gibt es Bewegungen, die Lebensmittel direkt von den Bauern in die Schulen bringen wollen. People are retaking local control over our food system. We are localizing our food. Wir sind dabei, in den Vereinigten Staaten unsere Lebensmittelproduktion zu lokalisieren, zurückzubringen auf direkte Kontakte. And that's exactly what's at risk with TTIP. Our governments, the US and EU, are negotiating the Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP. Und diese Entwicklung steht auf dem Spiel jetzt mit den neuen Verhandlungen, den transatlantischen Verhandlungen über einen gemeinsamen Markt zwischen der Vereinigten Staaten und Europa. And all of that progress is at risk. Diese Entwicklung ist wirklich, steht auf dem Spiel, in beiden Teilen, in den USA und in Europa. I've been following these trade deals for a long time, since the beginning of the NAFTA debate, and the results for local foods are always the same. Ich habe das lange verfolgt, diese Verhandlungen, diese internationalen Handelsverhandlungen, und ich kann euch sagen, das ist immer das Gleiche, was da passiert. Increased corporate concentration in our food system, wildly swinging prices that hurt family farmers, and more investment in fast food and junk food. Die Macht der internationalen Handelskonzerne wird bei diesen Verhandlungen gestärkt, und auf der anderen Seite werden unsere Bewegungen geschwächt. Our food systems here and in the U.S. are on the agenda. In the U.S., what they want to do is knock down standards on GMOs, standards on hormones.
Was passiert ist, dass die Standards, also das, was wir zum Beispiel hier in Europa erreicht haben, auf dem Spiel stehen, dass also die Regulierungen zum Beispiel zu GVOs abgeschwächt werden. But the EU has its agenda too. It's after these local foods programs, these investments that benefit minorities and small businesses. Those are on the agenda from the EU. Also es geht darum, dass die großen Konzerne mehr Rechte bekommen und dass die Regulierungen, die es gibt, die Verbraucher schützen, immer weiter abgebaut werden. And what both governments say is they want to eliminate what they're calling localization barriers to trade. I think localization is exactly what we want in our food system. Was gesagt wird, ist, dass die Barrieren, die Hindernisse, die durch Lokalisierung der Lebensmittelproduktion entstehen, abgebaut werden sollen. Das ist doch verrückt. There are already hundreds of organizations in the United States opposing TTIP and other free trade deals. Es gibt hunderte von Organisationen in den Vereinigten Staaten, die sich gegen diese Handelsvereinbarung und diese Verhandlungen stellen. Environmentalists, labor unions, family farmers and consumers are all together in the fight against these free trade agreements. Und dabei haben sich Verbraucherorganisationen, Bauernorganisationen zusammengeschlossen, um gegen dieses TTIP zu protestieren. Wir kämpfen gegen diesen unfairen, angeblich freien Handel. Und wir sind dafür, dass endlich fairer Handel ins Zentrum der Verhandlungen kommt. We stand with you to defeat this trade agreement and build something better. Wir sind mit euch, um diese unfairen Verhandlungen zu beenden. Für Familienbetriebe und für eine faire Landwirtschaft. Und Hannes Lorenzen, der sie unterstützt, übersetzt und auch im Europäischen Parlament gegen das TTIP kämpft.